Moin Leute, Kolas hier. Willkommen zurück zu No Man's Sky Hardcore Permadeath Run Season 2, Folge 23. Ich verkaufe jetzt erstmal so ein paar Sachen. Hol mir nochmal ein paar Nieten anbei. Oh, haben wir schon wieder 29.000. Da kann man doch gut mit leben. Und jetzt geht's zu dem nächsten Autofahren. Gucken wir mal kurz, was hier so auf dem Planeten ist. Natrium, verrostetes Metall und Emerald. Unwirtlicher Planet mit Kaktusfleisch. Na, gucken wir mal. Sieht gerade ein bisschen so aus, als ob die Autophagen-Quest auf dem Mond ist. Nicht auf dem richtigen Planeten. Unfruchtbarer Mond, Solanium, Emerald, Phosphor, magnetisiertes Ferrit. Dann gucken wir uns das doch mal an. So, Mond kann auch ziemlich nice sein. Muss aber nicht zwingend. Und direkt ein Frachter hier dabei. Ist natürlich auch super. Ah, sehr gut. Nehmen wir aber erstmal den Frachter auseinander. So, einmal wieder wegheben das Zeug. Instabiles Gel. Oh. Oh. Einmal hier wieder weiterheben. Na, komm ich ran oder nicht? Ja. Wenn das immer unkontrollierbarer Schimmel wäre halt nice, aber dadurch, dass man das alles erst immer herstellen muss und das relativ lange dauert, ist es halt echt nicht wert, die Dinger immer umzuwandeln. Vor allen Dingen die Nieten, die man dafür bekommt, sind vergleichsweise aufwendig, also zu aufwendig für den Zeitfaktor. Vektorkompressoren. So, da haben wir noch eins. Na komm, mach auf. Geborgenes Fregattenmodul wäre halt nice. Da habe ich ja noch nicht alle von. Extreme unterirdische Strahlung gemessen. Da ist noch eine Frachtkapsel. Da müsste noch eine außen liegen und dann haben wir eigentlich alle sechs. Warp Hyperkern ist okayisch. Na, so, gucken wir doch mal. Was haben wir hier drin? Noch ein Hyperkern.
Bitter. Nicht genügend für das, was wir haben wollen. So, aber wir haben hier einen mit einem Stab. Konstrukt Geuss neigt sich mir entgegen, wobei die Bewegung eine feine Rostwolke aufwirbelt. Vielleicht führt das Wesen einen Scan durch, obwohl die Geste eigenartig an das Einatmen eines angenehmen Duftes erinnert. Positiv haben ihr Echo in andere. Das andere Entitäten sagte, würde aber nicht glauben in das Disruptor ohne Sehen. Okay. Okay, ganz ehrlich, das vorzulesen ist halt kompletter Nonsens. Das ist, da verstehe ich aktuell noch zu wenig. Raumschiff-Komponenten bergen. Okay, das ist eine vergleichsweise nervige Quest. Dann machen wir uns mal auf. Denn wir müssen dieses Raumschiff entweder erst startklar machen oder halt mittels Frachter und Hin- und Her-Warpen zu der Raumstation bringen. Um es dann einmal zu verticken bzw. verschrotten zu lassen. Ich meine, ich habe wieder ein paar Reparatursets, ne? Ich könnte einfach. Als ob wir da immer noch nicht. Einmal komplett um den Mond herum, oder was? Ich guck mal, wie viel kaputt ist. Theoretisch kann ich einfach mit den Reparatursets das Ding fertig machen. Ja, da haben wir es schon. 470.000 Units brauchen wir. Wenn das eine C-Klasse ist, müssen wir es tatsächlich sogar reparieren, sonst kommen wir da nicht ran. Notrufsignal gehen wir nochmal eben drauf ein, weil da können wir auch ein paar Sachen rauskriegen. Ansehen bei Korvax verringert, aber dafür Raumschiff-Treibstoff bekommen. Also worth it. So, wir haben eine C-Klasse. Ja. Reparieren wir das Ding einmal kurz eben. Einmal Frachter herholen. Habe ich kein Diewasserstoff-Dilemma? Ah, gut. Hermetisches Siegel kann ich nicht herstellen, okay. Das kann ich aber wieder ready machen. Und das ist genügend, um abzuheben. Dann müssen wir jetzt einmal wieder dahin zurück. Da ist ein S-Modul für Schild mit 30%, aber das ist zu wenig. Also hier noch weiter zu reparieren lohnt einfach so gar nicht. Kann mal gucken, wie viele Reparatursets habe ich. 6. Ist okayisch. Können wir jetzt aber sicher auch wieder ein paar neue kaufen. Und dann können wir einen Stab zusammenbasteln. So, wir müssen jetzt nur darauf achten, dass wir 470.000 bekommen.
Wenn wir das nicht bekommen, dann müssen wir tatsächlich ein bisschen was reparieren. Gehen wir erst einmal kurz zu ihm. Reparatursets, nochmal 5 Stück. Machen wir auf jeden Fall. Davon nehmen wir auch nochmal ein paar mit. So. 1,3 Millionen. Ja, easy. So, dann können wir zu dem zurück. Vorher allerdings... Vektorkompressoren kann ich eigentlich auch schon mal weghauen. Das hauen wir weg. Das lassen wir. Das kommt weg. Instabiles G kann ich mal wegheaten. Gekrillik kann weg. Das kann weg. Oh, wo ist denn mein... Oh. Hier kann ich tatsächlich das auch nochmal eben aufladen. So. Dann einmal wieder zurück. Das Zeug verdecken. Beziehungsweise nicht das Zeug verticken, eine Quest abgeben. Und dann haben wir die Autofaken-Quest schon mal soweit erledigt. Zumindest bis wir einen Stab haben. Der Rest kommt ja jetzt noch. Oh Gott. Hat mich das voll verarscht? Schon wieder? Ich hätte das Zeug nicht verticken dürfen, ne? Na, klasse. Yay, das gleiche nochmal. Ist denn da? Oh Gott, ey. Das Ding steuert sich ja so behäbig und schlecht, ne? Uiuiuiuiui. Na, ist halt ein Transporter, aber holy moly. Wenn man das Expeditionsraumschiff, einen Sterngeborenen da dagegen vergleicht oder ähnliches, ist das ja so viel schlechter. Holy moly. Hat hier auch keine interessanten Upgrades drin. Na komm. Er lässt mich landen.
Typen da war. Dann verschrotten wir das Zeug nochmal eben. 5,3 Millionen. So, jetzt können wir wohl hoffentlich dahin zurückkehren. Zu dem Konstrukt / Autofagen. Oh, sieht gut aus. Alles eine Schiffe auf der anderen Seite des Mondes. Okay. Also die Grafikbugs, die sind teilweise da sind, sind halt schon sehr wild, ne? Ah, da ist er ja. Habe ich die fast platt gemacht. Einmal einreichen. Super, das Ding haben wir auch. Können wir auch herstellen ohne Probleme. So. Was möchtest du? Geplündertes Konstrukt Sukain und beobachtet mich neugierig. Ich habe den Eindruck, dass dieser letzte Bauplan besonders wertvoll ist und dass es eine Art Meilenstein ist, ihn zu erhalten. Nach dem konzentrischen Wander fragen. Okay, ja. Mhm. Die Autofagen geben sich große Mühe, deutlich zu sprechen. Ihre Anstrengung ist spürbar. Sie füllen die Kommunikationslücken mit Gesten und deuten an, dass ich ein Terminal benötige, um die Konstruktion meines voltaischen Stabes abzuschließen. Obwohl diese Wesen offensichtlich fortgeschritten sind, habe ich das Gefühl, vorverurteilt oder verachtet zu werden. Jeder Autophage hat ein scheinbar unvoreingenommenes Urteil gefällt und sich dafür entschieden, mir einen weiteren Bauplan zu gewähren. Der geplündertes Konstrukt bedenkt mich mit vorsichtiger Zustimmung, als wir uns verabschieden. Okay, ja. Mhm. Okay, also, dann bauen wir mal den Stab zusammen. Einmal das. Einmal das und einmal das und dann bauen wir das Ding einmal zusammen. Wir sehen, es ist eine C-Klasse. So, und jetzt zeigen wir eben mal den Stab. Der Autofage hält inne. Sein ramponiertes, verrostetes Gesicht starrt direkt in meins. Er spricht langsam und mit Ernsthaftigkeit. Darum bitten, das zu wiederholen. Ja, der Autofage sieht unbehaglich aus. Er gibt ein seltsames, rasselndes Geräusch von sich ab, als würde er sich räuspern. Um eine letzte Wiederholung bitten. Wenn du sagen, das richtige Worte, du könnte auch finden, diese Stab werden offene Türen, die waren versteckt bevor. Du könnte wissen, dass Entität bereits die einst das Kovacs verehren. Die metallische Stimme des Autofagen klingt in meinen Ohren. Die Bedeutung seiner Worte ist unmissverständlich. Etwas, ein Hunger, eine Sehnsucht wächst in meiner Brust. Jedes Blinzeln offenbart ein unendliches Feld von Karmesinrot. Yay! Wir haben unseren ersten Stab zusammengebaut.
Oh, wir bekommen wieder eine Error-Meldung. 16, 16, 16, 16, 16, 16. Dann müssen wir nochmal einen Scan machen. Gucken wir mal kurz, ob es hier noch interessante Sachen gibt. Nein, noch nicht so richtig noch. Können wir jetzt schon mit den... Naja, ein Geschenk überreichen. Sehr gut. Dann steigern wir mal das Ansehen bei denen. Unterstützung anbieten. Die Wasserstoffgelee. Habe ich da nicht sogar irgendwo im Lager 3 Stück davon? Bin ich blind? Wahrscheinlich, ne? Hä? Warum habe ich hier nirgendwo die Wasserstoffgelee? Ach doch, da ist es. Ah, okay. Ich bin nur blind. Blaue Kristalle, wo seid ihr, wenn man sie braucht? Das können wir auch nochmal eben scannen, die Teile. Achso, ah. Jetzt weiß ich auch, warum das so lange dauert mit dem Scan. Ah, da sind welche. Können wir den mal eben zusammenbasteln? Oh, wait, wieso Gemütschrei? Nee. Gemütschrei will ich das Ding nicht abbauen. Ich meine, geht zwar auch, aber ist halt doof, ne? Okay, 40 fehlen noch. Na komm. Da ist auch noch was. Da sind auch noch welche. Einer. Are you kidding me?
Wenn es wenigstens ein sehr großer gewesen wäre, aber... Ja, mach du mal. Tschüss. Das Tanggerät, also das automatische Tanggerät da drin ist halt echt gut. Ich meine, war auch teuer genug, diesen Stab zu benutzen. Aua. Hat mich ja einfach 120 oder 125.000 Naniten gekostet, ne? Also, das ist schon frech viel. Aber dafür habe ich gleich einen guten Stab, der noch schick aussieht. Also von daher. Was will man mehr? Ah, so. Jetzt haben wir 3 Quests abgeschlossen. Holen wir uns nochmal ein paar leere Mauts. Einreichen. Sehr gut. So. Was hast du? Ach, können wir auch ein Geschenk überreichen. Wenn hier gerade schon so viele Autofagen sind, dann kann man das auch gleich nutzen. Was hast du? Phosphor sammeln. Das ist easy. Weil dann kann ich kurz warten. Das habe ich nämlich sofort. Oder auch nicht. Oh. Dum, 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 da. $700. $200. Okay. So viel dazu. Ich dachte, ich hätte noch genügend Phosphor da, aber offensichtlich nicht. So, dann bauen wir hier mal genügend ab. Sollte auf jeden Fall genügend an Phosphor dann sein für die Quest. Wobei es schon vergleichsweise wenig ist gerade, ne? Bräuchte man anscheinend echt 2 Vorkommen. Ah, wobei 230. Aber ist trotzdem im Endeffekt frech, wie wenig das gibt, so, ne? Wenn das ein vergleichsweise großes Vorkommen. Gerade mal 300 so im Durchschnitt. Das ist schon echt frech wenig. Na gut, das zusammen mit dem aus dem Frachter reicht. Schnell weg. So, hi. So. Hast du noch eine Quest für mich? Chromatisches Metall haben. Okay, das ist jetzt aber easy.
350 brauchen wir. Nehme ich das mal. So, hi. So, du hast auch einen fetten Stab. Oh ne, verirrten Autofahren reparieren mache ich nicht. Das ist auch vergleichsweise weit weg. Aber ich guck mal eben kurz. Ah, okay, Nanokabelspule. Uninteressant. Leersucher ist Maru, haben wir noch. Wächter eliminieren. Ist eigentlich easy, ne? Können wir eigentlich mal eben machen. Da ist schon einer. Oh nein, au. So, dann holen wir uns einmal kurz eben noch Hilfe her. So, und... Ups. Sehr gut. Haben wir auch aus dem Leben gejietet. Na komm. Nehmen wir einen Paralysemörser direkt rein, falls es gleich ein bisschen kritischer wird. Damit wir da auch was machen können. Ich muss sagen, je mehr ich mit der Neutronenkanone spiele, desto mehr mag ich sie. Durch diesen AOE-Effekt dabei ist das schon recht angenehm. Und der Damage ist halt auch da, ne? Aua. Also, dass ich die Doggos zuschotten kann, ist halt schon echt frech. Muss man ja sagen. Na komm. Aber den Beschwörer eben weg. Schocken wir den mal eben. Okay, jetzt kommt der Dicke. Der sollte aber auch kein Problem sein. Oh ja. Oh. Einmal schocken. Einmal die Reparaturdrohnen wegmachen. Thank you.
Laylabs macht sich vom Acker gerade. Sehr gut. Sehr gut. Alle deaktiviert. Ach, es ist so angenehm, ne? Neutronenkanone geht schon echt gut. So, dann haben wir nämlich hier jetzt auch einmal wieder so einen Wächterposten. Dich deaktivieren wir mal wieder. So. Die sind alle weg. Oh, 428 leere Modes. Sehr gut. Dann gucken wir doch mal hier bei der Schnittstelle. Wie viel haben wir denn jetzt? 1205 leere Modes haben wir. Das heißt, wir könnten uns entweder Upgrade-Zeug holen oder ein anderes Gesicht oder einen anderen Körper. Oh. Wir können auch einen anderen Kopf noch nehmen. Runenfokus. Das Ding sieht interessant aus, auf jeden Fall. Na, vielleicht sparen wir auch erstmal. So, das heißt im Endeffekt, wir haben das soweit durch. Das heißt, wir haben jetzt das Ding. Oh. Wait. Ich sehe gerade, bevor ich mich hier weitermache, würde ich mal sagen, das war's für diese Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bei, beziehungsweise wir hören uns in der nächsten Folge. Bis denn, adios und ciao.